Shrine 1 Enchanted Edition, Folge 6. Willkommen zurück. Und jetzt geht's hier direkt weiter. Jetzt muss ich mal schauen. Ich weiß überhaupt nicht, was unter mir ist, ehrlich gesagt. Ich bin irgendwie unsicher. Ich seile mich da mal ab, aber ich glaube, da könnte ich nur abstürzen. Ich glaube, da ist sonst nichts mehr. Okay, das wollen wir natürlich nicht haben. Dann gehen wir mal oben rum, würde ich sagen. Da ist eh noch was zum Einsammeln, sehe ich gerade. Okay, das war es nicht, was ich wollte. Nein, nein. Okay, ich dachte schon, jetzt stürze ich ab. Wie mache ich das jetzt am dümmsten? Komme ich da hoch? Ach so, okay, das könnte natürlich auch. Ach so, sie bleibt da hängen an den Schnüren, oder wie man sagen will, von dem Teil. Ah, es geht auch so. Gut. Okay, hier ist nichts mehr. Ganz schön hoch. Hier auch ein cooles Bild, wie sie da hinter dem Gewitter steht und da das alles ihr um die Ohren fliegt. Cool. Gefällt mir. Aber ich glaube, mehr gibt es an dieser Stelle nicht mehr. Jetzt kommen Skelette. Ich kann das ja nochmal versuchen, ob ich das mit dem Ding hinkriege. Ach, warum klappt das nicht? Ich will das mal machen. Bam. Hat funktioniert. So, ist aber immer noch einer irgendwo. Wie viele Skelette kommen denn noch? Das ist nämlich die Zahl da rechts unten. 7 von 20. Okay, noch 13 Skelette. Ah, da ist eine Kiste, habe ich gar nicht gesehen. So. Schauen wir mal, was drin ist, würde ich sagen. Oh, der hat ein Schild. Sau. Ach, das habe ich auch noch nicht gesehen. Jetzt hat der tatsächlich ein Schild oder was? Ist nicht zu fassen. Unfair, unfair. Cheater. Mal die Kiste hat ihm was ausgemacht. Puh. Das habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Das Skelett mit Schild, das war jetzt auch neu für mich. Also mal reinschauen in die Kiste. Planke für Zauberer gefunden. Okay, Planke. Planke. Habe ich jetzt hier gar nicht, komischerweise. Warum nicht? Okay, das habe ich jetzt nicht verstanden, warum das nicht im Inventar ist. Ach so, das ist was. Ach so, das ist eine Fähigkeit. Planke. Der Zauberer kann eine Planke in die Welt hineinzaubern. Dabei lässt sich die Größe jeder Planke verändern. Durch den Zaubervorgang verliert der Zauberer etwas von seinem Mana. Ah, jetzt ja, jetzt dämmert's mir. Hm. Ich habe ja gesagt, ich habe es vor 3 Jahren schon mal gespielt. Richtig, ja, der konnte so eine Art Brett in die Pampa stellen. Also nicht nur Kisten, sondern so eine Art Brett oder sowas. Ja, 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 ja. Jetzt dämmert es mir ein bisschen. Klar, jetzt weiß ich, was das ist. Genau, und am Anfang steht hier dran, ist es eine Planke. Jetzt, was ist das? Das Update, der hat ja noch einen Skillpunkt, den habe ich ja aufgehoben. Erlaubt dem Zauberer zwei existierende Planken. Ja, das finde ich gar nicht schlecht. Ich glaube, das skill ich gleich mal rein. Dann habe ich den Skillpunkt dann auch mal verbraucht, sage ich mal. Ja, das mache ich mal. Ja, genau, daran erinnere ich mich. Das ist zwar schon echt eine Weile her. Und wie gesagt, ich habe es auch nie durchgespielt. Ich habe mich auch nicht daran erinnert, dass die Skelette Schilde haben. Aber an diese Planke erinnere ich mich, ja. Das sind Bretter. So quasi. Ich erinnere mich, ja. Das war eigentlich eine ziemlich coole Sache. Ich glaube, hier unten ist auch nur Tod und Verderben wieder. Okay. Ich hoffe, ich stürze hier. Ah, da will er mir zeigen, dass ich jetzt eine Linie... Ah, gut, das kann man gleich mal testen quasi. Dass ich eine Linie zeichnen soll. Probieren wir das gleich mal aus. Das ist cool. Die Länge kann man, glaube ich, auch bestimmen, obwohl es nicht unendlich lang ist. Also ich glaube, das geht nicht, oder? Oh, doch, geht sogar. Coole Sache. Also kann er einfach drüber hier. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Okay, das speichern wir mal. Jetzt habe ich mich gerade gefragt, wie ich da unten reinkomme. Aber wahrscheinlich einfach reinlaufen, oder? Konnte man sich da nicht irgendwie ducken oder sowas? Oder? Das weiß ich gar nicht mehr. Okay, das habe ich mal. Aber es ist immer noch eins. Bin jetzt unsicher, wie ich da hinkomme. Vielleicht von hier lang, oder? Ah, so geht's, okay. Ich dachte gerade, hey, wie soll denn das gehen? Aber so geht das. Okay, ich glaube, wir gehen mal besser oben rum. Weil dieses Schwing-Dingsbums da, obwohl, da komme ich jetzt auch nicht so einfach hin. Ich glaube, für diese Situation ist echt der Magier gedacht irgendwie. Also, machen wir mal so. Ich glaube, da kann man auch so quer diese Dinger jetzt hinmalen. Wie auf dem Kopf natürlich. Aber geht noch. Ja, sehr geil. Also gefällt mir gut. Stimmt.
Das hatte ich ganz vergessen, dass der so Bretter malen kann. Das ist aber sehr hilfreich. Ich finde es fast noch hilfreicher als die Kisten, ganz ehrlich. Gut, da kann man hüpfen. Da passiert ja nichts. Jetzt weiß ich nicht, ob unter mir was ist. Ich würde es immer ganz gerne wissen. Das ist das Problem. Aber wieso sehe ich das natürlich nicht? Na, da wollte ich nicht hin. Hohohoho, jetzt traue ich mich nicht, vorwärts zu laufen. Ne, da wollte ich nicht hin. Ich wollte auf eine dieser Stege. Ja, muss man es halt irgendwie so machen. Nur wenn ich jetzt wieder runtergehe, dann piekse ich mich wieder. Ah, ist blöd. Ey, das gibt's doch nicht. Also, ich weiß auch nicht, was das jetzt gerade war. Ich wollte doch nur gucken, ob hier noch mehr ist. Ist aber nicht offensichtlich. Ist offensichtlich nichts mehr. Ja, dass das sich dreht, das war mir klar. Okay, hab's aber trotzdem hinbekommen. Okay. Ah, Mann! Aber man sieht aber... Ja, genau. Ich wollte sagen, man sieht aber auch nicht, wo ich hier stehe. Ich habe das nicht gesehen. Egal, jetzt bin ich auch da oben. Da wollte ich sowieso hin. Jetzt habe ich nur die Diebe nicht mehr. Jetzt frage ich mich, wie ich da hochkommen soll. Vielleicht mit Magie, obwohl das ist ein bisschen sehr steil, oder? Naja, vielleicht kann ich ja irgendwie zurückkommen oder sowas. Da gibt es ja bestimmt bald einen Checkpoint oder sowas. Weil irgendwie muss ich das ja machen. Weil oben ist noch was Grünes, das habe ich gesehen. Ich denke mal, ich gehe zu dem Checkpoint darüber erstmal. Und dann kann ich die Diebin wiederholen. Was war denn jetzt los? Achso, ich habe irgendwas in den Rücken bekommen. Ich bin aber auch viele Monster gerade. Also. Ich habe alle Hände voll zu tun gerade. Ja, ich muss auf jeden Fall zurück. Da hat es im oberen Bereich jede Menge. So. Ich höre auch noch immer noch ein. Immer noch ein Skelett, wollte ich sagen. Also. Oben ist auch noch ein Skelett. Ich versuche mal mit der Schildkin da irgendwie hinzukommen. Das macht er schon mal nicht. Ah, ich sage mal, jetzt habe ich nach oben geguckt und bin wieder abgestürzt. Was ist denn los? Das gibt es doch nicht. Das gibt es doch nicht. Ich werde doch das irgendwie hinkriegen hier. So schwer ist es doch nicht. So schwer ist es doch nicht. Na gut, jetzt habe ich ihm das Schildwesen aus der Hand geschlagen. So, jetzt habe ich dich. Sonst baue ich einfach zwei Kisten. Also die Stelle ist jetzt irgendwie merkwürdig, aber ich gebe jetzt nicht auf. Also jetzt baue ich mal eine Kiste. So. Da ist noch eine Schatztruhe, aber das mache ich später. Jetzt will ich erstmal das Zeug haben, genau. Mach mal gerade mal nochmal so ein Ding. Okay. Genau, weil ich will das da haben hier. Und ich glaube, mehr war es nicht. Also, jetzt sind wir wieder an derselben Stelle, glaube ich, wie vorhin. Sieht so aus, ja, genau. Ja, genau, das ist dieselbe Stelle wie vorhin. Ja. Ja, ist gar nicht so ohne, das blöde Ding hier. Also, überall alles voller Spitzen und dann kann man hier abrutschen und da abrutschen. Gar nicht so ohne. Heftig. So. Jetzt höre ich schon wieder so einen Typ. Ich glaube, der steht da drüben. Hab dich. Jetzt schauen wir nochmal in die Kiste rein. Giftflasche. Okay. Das ist jetzt was? Ein Inventargegenstand, okay. Bestimmt Pfeile vergiften oder so. Ja, Schwerter oder Pfeile. Ja, das ist was für die Diebin auf jeden Fall. Ihre Pfeile quasi mit Gift zu durchtränken oder wie man sagen will. Bin ich gar nicht sicher, was unter mir ist. Und vor mir ist irgendwie auch nichts. Das ist ein bisschen merkwürdig, die Stelle. In der Tat. Ich glaube, da kann man reinfallen. Das wollen wir jetzt nicht. Obwohl ich glaube, unter mir keine Gefahr habe. Nicht wirklich. Zumindest sehe ich nichts Gefährliches. Ja. Meinetwegen. Vielleicht kann ich die Fiole auch einfach runterschießen. Ja, ich glaube, ich hätte sie getroffen, aber irgendwie mag es ja nicht. Hoppala, jetzt habe ich wieder zur Fiole geschaut und bin deswegen abgestürzt. Aber seht ihr, ich dachte, da kann man drauf stehen. Das ist aber gar nicht so ohne. Kann man nämlich nicht.
So, jetzt aber. Ich gebe zu, die Stelle, wo ich es jetzt hingeschossen habe. Ich weiß nicht, kann ich hier vorsichtig laufen? Da dürften mir die Spitzen ja nichts tun, oder? Na gut, die kurzen Spitzen tun ja was. Naja. Aber das war noch erträglich, sage ich mal. Okay. Haben wir also auch geschafft. Hier machen wir da, wenn er hier nicht will. Ja, man sieht nicht, was sind Balken und was wiederum nicht. Das ist gar nicht so ohne. Jetzt versuche ich da nochmal so eine Planke hinzumachen. Ja, schade, das war natürlich zu steil. Obwohl, ich kann ja zwei, oder? Dann müsste doch spätestens jetzt irgendwie gehen, oder? Das soll natürlich nicht unbedingt. Ah, ist zu steil, oder? Obwohl, vielleicht, wenn ich dran hochpipfe oder so. Ja. Ja, vielleicht ein bisschen weniger steil. Geht doch bestimmt, oder? So ein klein wenig weniger steil. Na, so vielleicht. Das müsste doch gehen. Genau. So. Oh. Schlecht reagiert. Vielleicht mit dem Magier das Ding da oben wie runterschütteln, hätte ich gesagt. So. Wir bleiben nicht, dass wir dann die Spitzen fälschen. So. Genau. Die Stelle ist aber echt, wie gesagt, nicht ohne. Also, ich muss auch echt gucken, wo es überhaupt lang geht. Also, weil das alles irgendwie Abgrund und... Keine Ahnung. Gar nicht so ohne. Ja, aber ich glaube, da oben ist nichts, hoffe ich zumindest. Ich kann mal gucken, aber... Ich könnte das Teil jetzt nach vorne schieben. Da? Ja, nicht mehr. Jetzt schmeiße ich mir... jetzt schmeiße ich mir hier Bretter auf den Kopf. Ich wollte das Teil packen, Menschenskind. Mache ich da einen Bretterregen? Nee, aber da ist nichts mehr. Aber jetzt hat er sich das so gut hingeschoben, dass er nochmal rüberkommen müsste. Genau. Ja, ich glaube, das passt soweit. Was haben wir denn alles schon eingesammelt? Okay, uns fehlen noch 6 so Fionen und 5 Skelette. Okay. Ich hoffe, ich habe sie alle, also. Was ist das? Ist das auch was Grünes? Sieht so aus. Kann ich aber nicht einsammeln irgendwie. Echt verwirrend manchmal. So. Ja, jetzt habe ich extra gewechselt, aber ich habe ihn nur angeschossen. Na komm. Na? Ja, was denn du? Bleibst du jetzt da? Geh schon hin. Okay. So geht das auch. Ja, das habe ich mir fast schon gedacht, dass da unten was ist. Aber wie komme ich da rein? Kann ich das kaputt schlagen? Nein. Ich habe mich gerade gefragt, ob ich es irgendwie in der Hand halten kann. Bestimmt von der anderen Seite oder sowas, weil ich habe auch was Grünes gehört. Ich versuche es mal von der anderen Seite. Von dieser Seite hier komme ich da nicht hin. Da muss ich halt schnell sein, weil das natürlich vom Gewicht sich verlagert. Ja, so in der Art. Da muss ich jetzt irgendwie nach unten wieder. Ja. Genau. Wintergeheimnis. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich habe das schon mal gefunden, dieses Wintergeheimnis. Ich weiß nicht, ob das auch so eine Art Achievement ist oder so. Mag natürlich sein. Aber ich bin mir nicht sicher, muss ich gestehen. Kann ich jetzt nicht mit Sicherheit sagen. Möglich, möglich. Aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also. Nee, da bin ich mir nicht sicher. Komme ich denn jetzt am besten da hoch? Okay, jetzt hat sie sich irgendwo festgehakelt, wo ich gar nicht hin wollte. Ja, das ist schon eher meins. Jetzt muss ich halt aufpassen wegen den Teilen. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, da oben schimmert was grün, oder? Was meint ihr? Das sieht so grün aus da oben. Aber mit der Schurkin komme ich da nicht hin. Die Stelle ist auch wieder nicht ohne, also. Ja, ich dachte, ich komme unten durch, also. Ich dachte, ich komme unten durch. Gute Frage. Muss ich ja regelrechte Gerüste hier bauen mit dem Magier. Machen wir es mal so. Dann machen wir uns mal so einen Teil. Genau. Und dann können wir das einsammeln, jawohl. Ah, ich wollte noch sagen, ich hätte noch mal eins machen sollen, Menschenskind. Ah, egal, kann ich ja immer noch. Er hat es ja überlebt. Machen wir noch so ein Ding. Ja, es ist nicht ohne, wie gesagt. Aber ich habe jetzt dafür auch einiges eingesammelt. Ja, 25 von 25. Jetzt noch 3 Skelette, dann habe ich wieder alles also geschafft in diesem Level. Da unten steht schon mal das erste Skelett. Also wie immer bemühe ich mich ja. Ich wollte gerade sagen, das bleibt doch bestimmt hängen. Ja, habt ihr beide, wollte ich sagen, haben wir beide da uns verhängeln lassen. Ja, da ist noch ein Skelett. Habe ich auch erwischt. Eins noch. Dann habe ich es tatsächlich... Ja, eins noch, dann habe ich alles geschafft.
Okay, schauen wir mal weiter. Hier sind nur Spitzen, glaube ich. Okay, da ist noch ein Skelett und dann haben wir es. Jawohl. Zack. Seht ihr? 25, 25, 20, 20. Alles freigeschaltet. Achievement kam jetzt nicht. Das kann ich aber erklären, warum. Ich habe gesehen, ich habe damals vor 3 Jahren dieses Level mal irgendwie alles eingesammelt. Keine Ahnung. Es kann auch sein, dass es damals meine Freundin war oder sowas, die das auch gespielt hat, dass die da mal was eingesammelt hat. Aber es ist definitiv hier im Drachenfriedhof ist alles eingesammelt, was wir brauchen oder was ich brauche, oder wie man sagen möchte. Also sieht man ja, 25, 25, 20, 20, 2, 2. Also Achievement wurde schon freigeschaltet, ist aber alles hier. Gut. Okay, dann schauen wir mal, wie wir das hier meistern. Ich habe nämlich gerade nicht wirklich eine Idee, wie ich diese riesen Kluft da überwinden kann, weil diese Zahnräder, oder wie man sagen will, drehen sich ja mit Sicherheit. Ich habe keine Ahnung. Nein, nicht Aua machen. Gute Frage. Ich glaube nicht, dass der Magier ein Brett machen kann, das derartig lang ist, also... Nee, das war mir klar. Aber ich kann die Dinger vielleicht ein bisschen blocken oder so. So ähnlich, wie ich es jetzt gemacht habe, dass das sich nicht weiter drehen kann. Ob ihm das allerdings hilft, ist die Frage. Ich weiß nicht so richtig, wie man das am besten machen kann. Ich dachte halt so ein bisschen blocken. Ja, so. Ah, vielleicht gar nicht. Ah, schade. Wenn es so gestanden wäre, obwohl, wenn ich jetzt noch eins mache... Ich weiß nicht, ob das so richtig ist, wie ich das mache, aber... Ja, gut. So wollte ich es eigentlich nicht machen, aber... Ja, so ähnlich. Vielleicht reicht es ja. Ha! Müsste passen, oder? Weil da ist nämlich das Level zu Ende, meine Freunde. Das Ödland des Drachenfriedhofs überlebend, schritten unsere Helden weiter. Der Zauberer vertiefte sich immer mehr in die Inschriften über die Hüter. Es waren einmal 3 Artefakte. Eins für Seele und Gerechtigkeit, eins für Verstand und Macht und ein anderes für Körper und Materie. Diese unvergänglichen Gegenstände wurden benutzt, um das Gute und Böse in der Welt im Gleichgewicht zu halten. Als alles in Harmonie miteinander war, wurden die Artefakte an die 3 Hüter übergeben, die sie jahrhundertelang sicher aufbewahrten. Die Hüter verzauberten die Artefakte mit mächtigen, beschützenden Zaubern, die nur denen mit reinen Absichten erlaubten, näher zu kommen. Am Ende starben die Hüter und nur die Zauber blieben erhalten. Der Zauberer konnte immer noch keine Antwort finden, warum sie im Trine gefangen gehalten wurden und warum sie nicht durch die beschützenden Zauber verletzt wurden. Ja. Und dann stehen wir schon vor dem nächsten Kapitel. Aber wie es in diesem dann weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge. Und bis dahin, tschüss!